Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Retro-Fever-Folge. Ja, wir spielen heute mal einen ganz, ganz alten Klassiker auf dem C64, Samurai Warrior. Es war, eins der ersten Spiele, die ich auf dem C64 hatte. Ich glaube, Bubble Bubble und das waren die ersten beiden. Da kann ich mich auf jeden Fall noch gut dran erinnern. Ich wusste lange Zeit gar nicht, wie das Spiel heißt, muss ich sagen. Ich habe es auf Zufall wieder entdeckt jetzt im Internet. Einfach mal Hase eingegeben bei Google und Samurai und ja, da kam das Spiel auch schon. Unendliche Energie? Nein, wollen wir nicht haben. Wenn, dann machen wir es richtig. Ja, und ich würde sagen, dann beginnen wir auch schon. Practice, Joystick, Start. Nein, wir wollen Game, das richtige Game haben. Ich habe leider keinen Joystick. Ich muss mit Tastatur spielen. Ja, wir spielen den kleinen Hasen hier. Können springen und laufen und haben ein Schwert. Mal kurz gucken. Das sollten wir allerdings nicht die ganze Zeit draußen lassen, da wir auch nette Leute hier haben. Und wenn wir es gezückt haben, dann greifen die uns auch an. Oben haben wir eine Anzeige Karma. Ja, wenn die uns begrüßen, sollten wir zurückgrüßen. Hat jetzt nicht funktioniert. Normalerweise sollte unser Karma dann steigen und der sagt uns auch was Nettes. Da hinterm Baum haben wir Gegner. Da muss ich rechtzeitig das Schwert zücken. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Nein, ich habe schon sehr viel Leben verloren. So, und dann direkt wieder das Schwert wegstecken. Und dann wird die Musik auch wieder freundlich. Da war noch einer. Ist der weggelaufen? Ich hoffe, der kommt nicht mehr wieder. So, unser Karma ist aber auch gestiegen. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wann. Mal schauen, wer als nächstes kommt. Da ist wieder ein Feind hinterm Baum. Komm hervor, los. Oh, der ging gut kaputt. Sehr schön. Ja. Ja, die Musik fand ich damals auch echt böse, muss ich sagen, als er das Schwert gezückt hatte. So, den können wir begrüßen. So, der sagt uns auch was. Sehr schön. Wenn wir irgendjemanden treffen, sollen wir den töten. Ich habe jetzt nicht auf den Namen geachtet. Das war jetzt ein bisschen zu schnell. Und da ist noch jemand, den wir grüßen können. Hallo. Ich denke mal drei. Das ist unsere Lebensanzeige da oben. Was ist das? Keine Ahnung. Können wir begrüßen, grüßt aber nicht zurück. Oh, da ist wieder einer. Nein, 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 nein. Geh kaputt. Ich will nicht sterben. Ich werde sterben. Ui, das war knapp. Ich hoffe, da kommt kein Gegner mehr. Ich würde euch gerne das erste Level noch zeigen, ohne zu sterben. Ich weiß auch gar nicht, wo hier die Checkpoints gesetzt waren oder ob es überhaupt welche gab. Keine Ahnung. Ich habe es damals auf Diskette gehabt. Eine Save-Funktion hat es auch nicht. Ach so, das war schon das erste Level. Ja, da flackert irgendwas. Den können wir begrüßen. Hallo. Ja, da sind Ninja versteckt im Wald, sagt er uns. Schauen wir mal. Ich habe nur noch ein Leben. Ein Lebensbalken. Da ist auch einer, oder? Ui, 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 geh kaputt. Wir haben noch kaputt gekriegt. Sehr schön. Aber ich glaube nicht, dass wir hier ganz durchkommen, ohne getroffen zu werden. Ja, der war gut getarnt da vorne. Den können wir wieder begrüßen. Da steigt unser Karma wieder. Schon auf 39. Sehr schön. Da haben wir wieder einen. Geh kaputt. Nein, 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 nein. Ich bleib einfach stehen und schlag. Yes. Haben wir auch noch kaputt. Ja, Spiel ist eigentlich sehr einfach. Also, was heißt einfach? Einfach gestrickt, sagen wir mal so. Rumlaufen, Samurais töten und die Netten begrüßen. Da ist wieder einer im Busch. Wir sind tot. Nein, ich will nicht tot sein. Direkt Game Over. Oh, YZ ist vertauscht hier. Das wäre natürlich schade. Och, wir müssen von vorne anfangen. Ich hatte gedacht, wir hätten drei Leben. Ich versuche nochmal an die Stelle hinzukommen. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin nochmal ins zweite Level gekommen. Dann müsst ihr nicht das erste nochmal komplett sehen. Ja, sehr abwechslungsreich sind die Level nicht. Aber jetzt haben wir zumindest ein Wald hier. Daher hoffe ich mal, dass es was besser klappt. Da hatten wir den ersten Gegner. Geh kaputt, geh kaputt. Danke. Der ging ganz gut.
würde nämlich gerne noch das Level schaffen. Ah, den können wir begrüßen. Und dann steigt unser Karma wieder. Jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Energie. Als gerade. Komm raus. Seh dich. Nein, nicht die Seite wechseln. Nicht die Seite wechseln. Mensch. Mensch. Geh kaputt. Ja, den haben wir auch noch kaputt gekriegt. Aber unsere Energie sinkt wieder. Dann haben wir wieder einen. Schnell, geh kaputt, geh kaputt. Ui, schon wieder nur noch eine Energie. Hilfe. Wir haben echt wenig Energie, Leute. Jetzt müssen wir aufpassen. Was ist das? Kaputt. Was? Wir haben ihn mit einem Energiebalken besiegt. Geil. Können wir das aufheben? Ah, wir haben aber keine neue Energie gekriegt. Ich weiß gar nicht, haben wir was eingesammelt? Keine Ahnung. Boah, das war jetzt aber fies, ey. Mit einem Balken noch. Ja, schon wieder ein neues Level. Aber unsere Energie wird nicht voll. Das ist nicht gut. Seid ihr freundlich? Wir begrüßen uns mal. Ja, wir dürfen durch, okay. Was das für ein Tier ist, das weiß ich gar nicht so genau. Und, sieht aus wie so ein Gecko. Ja, nicht ganz, so ein Buckel haben die nicht, ne? Aber den begrüßen wir auch mal. Welcome to our village. Okay, hoffentlich sind dann hier keine Feinde. Begrüßen wir auch mal nett. Jetzt haben wir aber da oben 4. To gamble. Ja, wie machen wir das? Keine Ahnung. Warte mal, ich konnte irgendwie meine Hand so nach vorne strecken. Was? I was safe. Unser Karma steigt dadurch, aber mehr sehe ich jetzt nicht. Was passiert? Keine Ahnung. Unsere Energie wird leider nicht voller dadurch. Schade. So, dann gehen wir hier wieder raus. Jetzt verlassen wir aber auch das Dorf. Ich hoffe, jetzt kommen nicht die harten Gegner. Wir haben doch nur ein Leben, Spike, ein Spiel, sei gnädig mit uns. Was? Was? Ich will kein Duell machen. Ah, mein Karma ist gesunken. Das ist nicht so nett. Oh! Das war fies. Ha! Das war echt knapp, Leute. Ja, jetzt weiß ich auch, wieso ich bei dem Spiel nicht so weit gekommen bin. Man hat keine Continues, obwohl da oben jetzt irgendwas mit 7 steht. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Go away. Ja, okay. Wollte ich ja nur begrüßen. Tut mir leid, nicht alle sind so freundlich hier. Yay, Level geschafft. Ich glaube, bis da bin ich so immer gekommen, weiter nicht. Ich weiß nicht. Also ich hoffe, wir haben einfach mal ein paar Continues gekriegt. Bin mal gespannt, wenn das auf 100 ist. Vielleicht passiert dann auch nochmal was, das Karma. Hallo, begrüßt du nicht? Der eine war aber nicht so nett. Der begrüßt uns einfach nicht, wa? Ja. Hallo, hallo, hallo. Gerade ist nicht so viel Action, aber das ist auch nicht schlimm. Hier war wieder diese Tierchen. Hallo. Der begrüßt uns auch nicht. Karma ist auf 100. Aber es passiert nicht irgendwie was, ne? Nö. Was muss ich? Hat er uns einfach getötet und ich glaube, wir sind wieder ganz Game Over.
tatsächlich. Nein! Wir können hier anfangen. F7. Alles klar. Das ist schön. Dann können wir doch noch ein kleines bisschen sehen, weil allzu viel habe ich ja noch nicht aufgenommen. Aber es sind doch C64-Spiele. Ich glaube, da wären die Retro-Fieber-Folgen eh nicht so lange. Was? Hier war ich doch gerade noch nicht, oder? Ich kann überhaupt nicht so weit springen. Guckt mal, das kann ich springen, das Stückchen hier. Hopp. Wie soll das denn gehen? F7? Nein, jetzt fangen wir wieder ganz von vorne an. Nein. Ja, tut mir leid, dann war das diesmal eine etwas kürzere Retro-Fieber-Folge. Ich fand das Spiel früher klasse. Keine Ahnung wieso, es hat mir Spaß gemacht. Daher wollte ich euch das gerne mal zeigen. Ja, den einen oder anderen C64-Klassiker werde ich demnächst auch nochmal spielen. Schau mir nochmal ein paar Spiele an. Bubble Bubble, denke ich, wird auch bald drankommen. Also schaut immer mal wieder zwischendurch rein. Es erwarten euch noch viele C64-Spiele, SNES-Spiele, Megadolph-Spiele. Wollte ich auch noch ein paar machen. Gameboy hatte ich jetzt auch nicht. Und Game Gear. Game Gear wollte ich auch mal wieder zwischendurch machen. Da habe ich, glaube ich, noch gar keine Folge von aufgenommen. Nee. Also wird's mal Zeit, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, die Retro-Fieber-Folge, auch wenn sie jetzt nicht ganz so lang war, hat euch trotzdem wieder gefallen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!